Hi, ich bin der Leo und das ist Terry Crews und wir begrüßen dich hier zur dritten Folge mit Crackdown 3. Schön, dass du wieder mit dabei bist und natürlich wie immer ein dickes Dankeschön für deinen Like und für deine Bewertung im letzten Video. Doch allen voran natürlich für deine Aufmerksamkeit für dieses actiongeladene Open-World-Projekt der ganz anderen Art. Auf geht's, wir haben viel zu tun. Wir müssen jede Menge Orbs sammeln, jede Menge Gegner killen. Also los geht's. Kill den Roboter, Mann! Kill den Roboter! Oh ja, boah, immer schön zuhauen. Drei Schläge sind also drin am Stück. Was haben wir hier? Plasmagewehr. Ich glaube, hatten wir das schon? Warte mal, stopp. Boah, es gibt so viele Waffen. Das ist so krass. Boah, das ist ganz nett, muss ich sagen. Aber zu wenig Wumms. Hat zu wenig Wumms, leider. Zu wenig Wumms, das Plasmagewehr, was wirklich sehr, sehr schade ist. Aber es hört sich schallgedämpft an. Du musst das Kraftfeld deaktivieren, Agent. Die Zivilisten kommen nicht raus. Doch wieder die Schrotflinte. Aber wir haben die Waffe jetzt gescannt. Das heißt, wir können sie uns, wann wir wollen, beim nächsten Nachschubpunkt wieder herbeamen. Cool. Sie schließen sich. Kann ich das nicht abbrechen? Wieder der Miliz an und sind bereit, wenn wir sie brauchen. Okay, leider nicht. Leider kann ich diese Sequenz nicht abbrechen. Das würde unser Vorankommen ein wenig beschleunigen, aber hey, ne, so viel Zeit bringen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Agent-DNA, klar. Hört sich gut an. Da oben. Erinnern Sie sich noch, als wir alle mitten am Tag Pause gemacht haben, um kurz durchzuatmen und uns auf die Nacht vorzubereiten? Ja, ich auch nicht. Ja, denn wir sind hier immer in Action. Gerade Terry Crews. Er allen voran. Er allen voran. Na, schön hoch hier, schön hoch hier. Wir müssen ganz nach oben. Ah, stopp. Hier ist irgendwo ein Orb. Da ist ein Orb. Nimm ihn mit, Terry, nimm ihn mit. Agenten-DNA. Da ist einer gestorben, oder? Wir haben einen unserer verlorenen Agents gefunden. Zumindest, was von ihm übrig ist. Wow. Zum Glück können wir ihn mit der DNA regenerieren. Wir könnten also auch jetzt mit einem anderen spielen. Ganz cool. Marshall. Vielleicht. Dieser Kerl ist eine ganz spezielle... Ja, das kannst du mir gleich unterwegs erzählen. Was haben wir hier? Chimera Feld Westhafen. Überlebenschance 81%. Los geht's. Mischung tödlicher Zutaten. Feuerwaffen, Fäuste und flammender Zorn. Ah. Bam. Oh, habt ihr das gesehen? Mit was für einen Wumms wir aufschlagen. Schon sehr cool. Schon sehr cool. Und ich hoffe, es gibt auch wieder Zombies in dem Spiel. Im zweiten Teil gab es auch Zombies. Also so DNA-gemodelte X-Men-Zombies. Aber die waren schon sehr cool. Sind in riesigen Massen aufgetreten. Also für die damalige Zeit waren das riesige Massen. Auf der guten alten Xbox 360. Nimm mit. Nimm alles mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. Nein, hier darunter will ich jetzt noch nicht. Wir müssen unsere Verbündeten da rausholen. Hi. Na. Geht doch. Oh, kleine Maschinenpistole. Finde ich ganz nice. Finde ich ganz nice. Es dreht sich alles um die Feuerrate. Verteilen Sie ein wenig Blei. Okay, machen wir. Was muss ich hier machen? Ach, die muss ich zerstören. Ich brauche stärkere Waffen. Das dauert ja 100 Jahre sonst. Hier ist einfach mal alles am explodieren. Nein, da oben. Blockiere diese Ernte. Und zwar so richtig. Die Tiberium-Ernte. Naja, fast. Es sieht aber wirklich nach Tiberium aus. Die Kristalle, die aus dem Wasser gucken. So, Kavems. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Hallo. Schockierend. Ja, ist ja gut, Mann. Da schieße ich ja 100 Jahre, das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Haben ihre Grenzen. Stopfen Sie sie voll, Agent. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Da glaube ich nicht dran. Wir brauchen mehr Wumms.
Kann ich darauf? Kann ich das Ding kaputtboxen vielleicht? Ah, nicht so wirklich, ne? Schließlich sind wir Terry Crews. Überlassen Sie die Erntegruben. Nee, hat nicht wirklich was gebracht. Wir brauchen eine Waffe mit stärkeren Bums. Ansonsten ist das hier echt eine unnötige Sisyphus-Arbeit. Warte mal. Nein, das hat's auch nicht gebracht. Füllen Sie sie mit allem, was Sie finden können. Ja. Je größer, desto besser. Weiß ich, hab ich mitbekommen, mein Freund. Geh da hoch, Mann. Hab ich mitbekommen. Genau so eine Sachen brauchen wir. Sachen, die explodieren. Na, trotzdem, nicht so wirklich viel Wumms. Ernte überladen. Ach so, jetzt raff ich. Da müssen wir Sachen raufstellen. Aha, mit den Steinen. Darum sind die Steine hier. Wie kann ich einen Stein wieder ablegen? Mit X wahrscheinlich, ne? Versuchen Sie etwas reinzuschmeißen. Ja. Das sollte mehr Schaden anrichten. Ah, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Da rein müssen wir was schmeißen. Hier rein. Nein, da ins Basseng, mein Guter. Hey, Mann, lass dir mich mal kurz hier meine Arbeit machen. Ich bin Terry Crews und ich verbiete euch, euch mir in den Weg zu stellen. Das hat doch gewumpst gerade eben. Das hat doch gerade gewumpst. Sag mir nicht das. Das hat ihm wehgetan. Richtig wehgetan. Alles klar. Hä? Das war ein bisschen buggy gerade. Ah ja, der hat den gerade rückwärts von sich runtergeschmissen. Also kurz stehen bleiben. Ja. Nee, irgendwie checkt er das gerade nicht. Nochmal. Komm her. Hitze frei. Okay, noch ein Stein bitte. Das hat auf jeden Fall irgendwas mit den Steinen hier zu tun. Die Erntemaschinen geradezu danach stillgelegt zu werden. Komm. Hoch. Ah, genau so. Jetzt noch. Ah, der ist hinüber. Wunderbar. Zwei gezielte Steine. Und dann haben wir es. Schuff. Schuss, genau. Schusswaffenfähigkeit erhöhen. Um Terra Nova zu Fall zu bringen, brauchen Sie eine Menge Munition. Jetzt können Sie mehr als je zuvor tragen. Cool. Aber es funktioniert nicht immer. Manchmal braucht er zwei Steine. Bam. Aber der hat gesessen. Geil. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Aufgabe erfüllt. Und weiter. So, die nächste Aufgabe ist hier drüben. Das Feldventil ist bereit. Zerlegen Sie es. Ah, aber erstmal müssen wir das Ventil zerstören. Noch viel wichtiger. Da oben. So sei es. Können wir da hoch? Erst auf die Laterne. Geht das? Ja, geht immer. Alles ist einfach mal überall am Explodieren in dem Spiel. Jim und Keita. Novas Chemieboss, ein arrogantes Großmaul namens Jaimon Keita. Keita ist ein Genie, frag deinen Boss. Ein Experte für chemische Veredelung und Manipulation.
Er ist auch der Umweltverschmutzer schlechthin und vergiftet die Welt für Novas streng geheime Chimera-Experimente. Die von Keita errichtete Infrastruktur ist vernetzt. Mit jeder zerstörten Chemieanlage steigt die Last in den Nachbaranlagen. Je mehr Anlagen sie ausschalten, desto eher können wir Jaimin Keita herausspülen und der Chemiegefahr ein Ende setzen. Jaimin Keita, okay, so sei es. Machen wir es gebongt? Machen wir auch noch. Wow, wie viele Aufträge es hier einfach mal gibt. Aber naja, also sie sind moderat abwechslungsreich, ich aber im Prinzip ist es immer, zerstöre alle Gegner und dann zerstöre das Environment oder hebe dieses oder jenes auf. Sprengstofffähigkeit erhöht. Bam! Okay, wir gehen rüber. Gibt es hier ein paar Orbs oder so? Die würde ich auf keinen Fall hier liegen lassen. Gut gemacht. Ja. Sie sind nun autorisiert, Haftgranaten beim nächsten Nachschubpunkt einzusammeln. Damit hinterlassen Sie mehr als nur einen bleibenden Eindruck. Aber erstmal hole ich mir den Orb da hinten. Ich will so schnell wie möglich sehr, sehr hoch und sehr, sehr weit springen können. Echt jetzt? Warte mal. Oh, da ist eine Waffe. Da ist eine schöne Waffe. Der Sorghum-Säurespeier. Ein industrielles Schmelzwerkzeug mit fleischverbrennender Feuerkraft. Bitte was? Ein Säurespeier? Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Könnt ihr meine Gedanken lesen? Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wobei, die kleine Maschinenpistole finde ich echt lahm. Aber dafür haben wir das Bolzengewehr. Moderater Schaden und moderate Schussfrequenz. Da drüben ist noch ein Orb. Höp! Höp! Wir können schon ziemlich weit springen. Ziemlich weit. Ich gucke mich mal lieber nicht so viel um, ansonsten sehe ich überall Orbs, die ich mitnehmen muss. Digitales Messi-Tun. Leicht wie eine Feder, zäh wie Leder. Mhm. Hi! Da wollen wir doch gleich mal den Säurespeier benutzen. Seid ihr denn? Oh, der ist aber effektiv, ne? Der ist ja richtig fies. Der ist ja richtig fies. Was haben wir hier? POV? Gerne, im Tausch gegen unsere kleine... Oh, das sieht ja aus wie das Halo-Gewehr. Ich muss unbedingt mal wieder Halo spielen. Unbedingt. Aber nicht jetzt. Jetzt spielen wir Crackdown 3. Agent, mit dem letzten Hardpoint haben wir nicht nur weitere Mitglieder der Miliz befreit. Wir haben den anderen auch eine Gelegenheit verschafft, ein Nova-Waffenlager anzugreifen. Finde ich super. Der Widerstand wird stärker. Ja. Wir sind ein richtiger Held. Terry ist ein richtiger Held. Aber wo geht's jetzt weiter? Wo geht's jetzt weiter? Hier ist noch ein Podcast. Geh hin. Komischerweise muss ich die Sachen jetzt nur noch einmal anklicken. Als ob uns jemand gehört hat. Oder sich irgendwas verändert hat, aber mir soll es recht sein. Hep. Flop. Okay, noch ein Dossierfragment. Wie viele von diesen geheimen Aufzeichnungen gibt es wohl noch? Gute Frage. Leistungsbewertung bei 99,97%. Okay, wollen wir die nächsten Sachen? Hier, was Großes, Fahrzeugdepot. Östlicher, Treiber und Netzwerke. Alle Funktionen optimal. 180 Meter. Die laufen wir mal eben schnell. Er ist ja ziemlich gut zu Fuß. Das Gegner? War der Gegner? Nee. Ich habe dich gefragt, wie du dich fühlst. Erinnerst du dich? Ich will mehr als einen Systemstatus. Verstehst du? Oh, das POV ist ganz schön geil. Ein solides Sturmgewehr. Heiß. Und wie fühlst du dich? Das ist ein Anfang. Kranker Move, Agent. Echt krank. Echt krank, Mann. Gefällt mir. Aber hör auf die Zivilisten zu schießen. Hör auf damit. Wo sind sie denn? Sind sie denn alle hin? Die Einheimischen wurden von Terra Nova niedergeschlagen, aber jetzt,
Gibst du ihnen einen Grund zum Kämpfen, Agent? Ja, jetzt gebe ich meinen Senf dazu. Und das motiviert sie natürlich, sich unserer Sache anzuschließen. Für uns zu kämpfen. Oh, geil. Wir können mit dem Luftzug nach oben schießen. Also nach oben gleiten. Bin ich fett. Bin total geflasht. Als ob man im Jahre 2000 ein Spiel aus den 90ern spielt. Nur heute haben wir halt eben 2019 und das ist ein Spiel. Naja, das könnte so 1:1 2010 erschienen sein. Stopp. Nicht mein Säuresprüher. Den brauche ich noch. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen weiter hoch, ne? Oder? Wow, das ist die Autobahn, Mann. Guckt euch mal die Autobahn an. Wie krass ist die denn bitte? Aber wo müssen wir hin? Wo ist denn der? Ah, da ist er, ne? Nimm mit. Krass. Da ist ein Nachschubpunkt, aber hier ist noch was zum Drücken. Ah ne, wir müssen erst die Autos zerstören. Genau, da war ja was. Na komm. Nicht stehen bleiben. Heißes Blei. Gut für die Gerechtigkeit. Schlecht für die Gesundheit. Fett. Okay. Es ist geschafft. Operation Vergeltung ist in vollem Gang. Es geht um Kontrolle. Und um Kontrolle. Geld. Und Geld. Und wir verlieren sie. Die Agency ist nur ein Teil des Problems. Die örtliche Bevölkerung rebelliert. Dieses Pulverfass steht kurz vor der... Finde ich auch krass. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Hier ist noch ein Podcast. Union. Doch wer wird die Lunte zünden? Aber 200 Meter entfernt. Wer wird ins Jenseits gehen? Wenn es nach mir geht, werden all diese repressiven Arschlöcher in ihre Einzelteile zerlegt. Ich gebe zu, mir gefällt, wie ihre Freunde arbeiten, Echo. Mit ein wenig Hilfe von meinem Freund natürlich. Stopp. Viel zu viele Orbs, die hier rumliegen. Die brauchen wir alle. Ansonsten sehen wir später alt aus. Wir müssen einfach viel weiter springen lernen. Das ist das Allerwichtigste hier in dem Spiel. Schön. Schönes Ding. Jede Enforcer-Operation, die sie stören, schwächt ihre Kontrolle über die Insel. Und schon bald kommt die oberste Stellvertreterin zum Spielen raus. Na klar. Dann schalten sie sie aus. Und die Enforcer-Brigade ist Geschichte. Oh mein Gott, es gibt einfach viel zu viele Orbs hier. Viel zu viele Orbs. Aber wenn wir schon mal unterwegs sind hier, ne? Wenn wir schon mal unterwegs sind. Das wird bestimmt so übel krass, wenn wir erstmal Stufe 3 haben. Stufe 3, Wendigkeit. Hup. Okay, stopp. Wo müssen wir hin? Es reicht. Genug gesammelt. Wir wollen heute noch was machen. Der Podcast ist ja hier irgendwo. Wo ist er? Wo ist er genau? Ist er da oben? Ja, da oben. Tatsache. Ich wäre fast runtergesprungen. Ja, wir haben die Gegend untersucht und Proben genommen, die den Anforderungen entsprechen. Schön. Einige stammen von den Arbeitern. Andere sind Störenfriede, die wir mundtot machen mussten. Hervorragend. Arbeite mit Chris zusammen, um sie recht... Finde ich cool. Gefällt mir. Haben wir hier alles? Sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Hier hat sich noch ein Rennen offenbart. Das machen wir später. Da könnten wir uns auch von einem Nachschubpunkt zum nächsten teleportieren. Aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Wir machen lieber noch eine schöne Einschienenbahnstation. Die hier nämlich. Wie weit entfernt? 400 Meter. Wir brauchen ein Auto. Ein schnelles Auto. Nichts als Respekt für die bestehende Hierarchie. Ah ja, Respekt. Das hier sieht sehr sportlich aus. Aber schon bald wird die ganze Welt uns, Terra Nova, den Respekt zollen, den wir verdienen. Ich freue mich schon auf den Tag. Auf unsere glorreiche Zukunft. Kann ich hupen? Nee, leider nicht. Schade. Man kann nicht alles haben. So eine Open-World-Spiele, die bieten einen schon viele Möglichkeiten. Und es ist nicht schlimm, wenn mal eine Möglichkeit nicht dabei ist. Wie hupen zum Beispiel. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin. Wow. Stopp. Hi. Let's do it. So. Was sagen eigentlich die Roboter? Wow. Was sagen die Roboter?
Die Roboter zu den zur Säure gar nichts sagen sie. Krass. Verbrannte Erde. Na, so, wo ist denn der Dicke? Der Stationsvorsteher wurde gerufen. Jetzt können wir ihn erledigen. Wow, 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 ich bin fast hinüber. Ich bin fast hinüber. Komm schon, Mann. Wo ist der Dicke? Geht doch, geht doch. Okay. Wunderbar. Die gesamte Schwebebahnlinie gehört uns. Und damit auch ein wenig Feuerunterstützung auf Schienen. Sehr schön. Wunderbar. Klasse. Haben wir das geschafft? Hast du eine Spezialwaffe? Oh, einen Impulsschreiber, den hatten wir schon. Der ist nicht so geil. Der ist nicht so geil. Der Impulslaser. Wir bleiben mal bei unserer aktuellen Bewaffnung. Ja, Plasmagewehr auch nicht so cool. Erzittern lassen. Je höher sie springen, desto größer der Knall. Ja, eben. So, halte RB gedrückt in der Luft, um Bodenkracher auszuführen. Cool, also ich bin fast der Meinung, ich könnte wirklich schwören, dass wir das vorhin schon mal aus Versehen gemacht haben. Und ich habe es dann versucht zu reproduzieren, als wir vorhin vom Dach gesprungen sind. Aber das ging halt nicht. Vielleicht war das ein kleiner Bug. Aber hey, das verzeihen wir dem Spiel auf jeden Fall. Und werden jetzt erstmal weitermachen, die Stadt zu übernehmen, aber nicht direkt jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt weiterhin so herzhaft unterstützen würdet, in Form von einem Daumen nach oben. Erzählt es euren Freunden und lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wiederschauen, reingehauen, der Leo. Bis dann, tschüss. Kugeln sind schwer zu kriegen. Darum geht's ja. Sicher.